Basta, so, weil er hat sich jetzt eine Katze geholt und ich bin allergisch gegen Katzen. So voll mies und jetzt war ich halt eine Woche in Bayern und hab so drüber nachgedacht und hab ihm so geschrieben, so hey, irgendwie die Katze muss halt gehen, so bitte. Und er so, nö, geh du doch. Ich so, oha, lass niemanden einziehen bei euch, nur weil er süß ist, wirklich. Und dann habe ich halt das einzig Erwachsene gemacht, was man in dieser Situation tun kann. Ich bin halt auf eBay gegangen und habe Hund eingegeben und 4 Kilometer Umkreis und maximal 100 Euro. Und habe mich in Spikey verliebt. So. Und dann gut, telefoniere ich so mit der Besitzerin. Ich so, ja, könnte ich den morgen vielleicht abholen, also wirklich morgen am Dienstag abholen. Und sie so, ja, sie wissen aber schon, dass der Hund schon 10 Jahre alt ist und ein paar Macken hat. Und ich so, ach, perfekt. So. Was hat denn der Kleine? Niemand ist perfekt, wissen Sie? Und so, ja, der kann auf jeden Fall gar nicht mit Katzen gehalten werden. Ich so, oh, kein Problem. Ich bin eh allergisch, das ist super.